EA, BioWare und Frostbite. Und damit willkommen und hallo zum angekündigten Let's Play von Mass Effect Andromeda. Normalerweise hätte ich erst die vorherigen drei Teile spielen sollen, aber ich dachte mir, das ist jetzt neu raus. Ich bin richtig geil drauf, das zu spielen, also werde ich die vielleicht irgendwann mal als Anhang dazu hängen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das neue Andromeda. Ich habe alle drei Teile schon privat gespielt. Das heißt, wir werden einen männlichen Charakter nehmen, aus folgendem Grund. Ich habe das nämlich immer so gemacht, in allen drei Teilen privat. Ich habe immer einen blonden männlichen Charakter genommen, habe mich selbst erstellt. Und ja, das liegt nicht daran, dass ich keine Frau spielen möchte. Ich wollte in der letzten Aufnahme, die ich probiert habe, schon mal eine Frau spielen, aber ist irgendwie nicht so meins, wenn ich mich nicht selbst erstellen kann. Wenn das Spiel schon mal eine Möglichkeit gibt, dann möchte ich das auch gerne wahrnehmen. Ich möchte jetzt auch gar nicht lang rumreden. Die erste Folge hier ist eigentlich die Folge 0. Die wird auch Folge 0 heißen. Wenn ihr das hier nicht sehen wollt, die Folge beläuft sich nämlich nur auf Charaktererstellung, dann könnt ihr gerne vor auf die nächste Folge gehen, Folge 1, da wird es dann richtig losgehen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Let's Play und ich gehe mal auf Start. Ich habe das schon versucht, zweimal eigene Charakter erstellen. Zweimal habe ich versucht, es aufzunehmen. Zweimal, also einmal wollte es, das andere Mal wollte es dann nicht. Ja, das ist nun mal so. Aber wie gesagt, nur Charaktererstellung. Sobald wir das abgeschlossen haben, werde ich die Folge beenden, egal wie lang sie ist. Ich habe hier einen Timer laufen, der hochzuzählt. Normalerweise habe ich einen abgehenden Timer. Aber ja, ist jetzt mal egal, wie lang die Folge 0 wird. Wie gesagt, wenn ihr die Charaktererstellung nicht sehen wollt, einfach auf das nächste Video. So, genug gequatscht. Charakteranpassung. Sie sind im Moment offline und können Ihre Charakterdaten weder importieren noch exportieren. Wenn Sie nach der... okay. Ja, online brauchen wir sowieso nicht. So. Wir spielen hier einen Mann. Ich kann hier mal ganz kurz zeigen. Geschlecht wählen. Weiblich. So sieht die Frau aus. Die sieht ziemlich alt aus. Aber wir nehmen einen Mann und passen das Aussehen an. Individuell. Das sind die ganzen Köpfe. Ich gehe mal kurz durch. Den werde ich nehmen gleich. Das haben wir alles zur Auswahl, aber wie gesagt, ich erstelle mich ja selbst, deswegen fällt die Auswahl da ziemlich leicht. So, Nummer 3. Der hat eigentlich jetzt auch schon so... Ich habe letztes Mal schon ein bisschen rumexperimentiert, das heißt, ja... Dass die Haare schon mal so sind, wie ich sie eigentlich ja Hautton. Das ist so ziemlich mein Hautton, ja. Die Augenfarbe machen wir... die Höhe. Ach, Augenbrauenhöhe, okay. So. Ich habe nämlich da so ein Bild von der Gamescom von mir, da kann ich ganz gut abschauen. Augenbrauentiefe. So würde ich sagen, sieht das schon mal ganz gut aus. Die Wangenhöhe, das müssen wir von vorne anschauen. Ziemlich unten bei mir. Ich könnte mich echt als Erwachsene gerade machen. Wangenbreite. Eher so schmal. Nein! Ah! Wangenknochen. Ja, kann man so lassen. Also die Grafik, vom Grafischen her hat es sich schon ziemlich gewandelt seit dem letzten Teil. Ziemlich. Kinnhöhe. Ja, so. Kinntiefe. Hä? So.
würde ich sagen. Kinnbreite. Nein! Ah, Mist! Alter! Nee. Ah, okay. Eher so. Dann die Augen. Augenhöhe. So, Augentiefe. Ganz normal so, Augenbreite. Alter. Alter, da kann man die besten Figuren draus machen. Ja. Den Mund. Passt so. Mundhöhe. Ja, Mundtiefe. Ja. Also ganz kriege ich mich natürlich nicht hin. So. Die Nase, Nasenhöhe. Das müssen wir von der Seite machen. Nein, falsche Richtung. Ja, die Nase ist natürlich... was ist das? Alter. Voll der Riecher. Ich hab ein Gespür dafür. Nasenbreite. Ja, Nasengröße. Na ja. So. So, gehen wir mal weiter auf Frisur. Ich gehe mal von ganz vorne, von ganz null fange ich mal an. Na, obwohl. Na, nein. Alter. Nein. Was war das denn für einer? Der sah gerade aus wie von... Guck mal, wir haben einen Sarazar. Wir haben einen Sarazar hier. Afro-Look? Nein. Ja, das wäre am ersten... Alter. Nein. Das ist meins. Haarfarbe. Ich habe so ein ganz komisches Braun. Also, eigentlich blond, so blondbraun, so Straßenhundebraun. Naja, das ist es. Das ist es. Gesichtsbehaarung. Nee, komm. Ich bin eigentlich immer schön gepflegt rasiert. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass unrasierte Leute, äußere Farbe, unrasierte Leute nicht gepflegt sind. Hallo? Blaue Augen, innere Farbe. Jawohl. Schminke? Ist das dein Ernst? Lippenstift? Sind wir eine Pussy, oder? Nein. Na, hier und hier. Narbengewebe? Nein, null.
Tätowierung 0 und das auch 0. So, eigentlich haben wir jetzt schon den Charakter soweit. Ich kann natürlich auch, ich kann noch ein bisschen gucken. Nee, wir haben noch nicht alles. Name festlegen, mache ich als erstes mal. Natürlich, wer hätte es gedacht? Nelo. Nelo Rider. Akzeptieren. Ausbildung wählen. Sicherheitspersonal? Was? Haben Sie so viel möglich über Waffentechnik gelernt? Betäubungsschuss. Demitorge. Zu Boden? Nein. Sie wurden bei Biotech. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Kämpfer. Ich hau gern drauf, auch wenn es aus Entfernung ist. Anführer, ja, was kann der? Sie haben es mit der jetzt erwiesen, mit ihrem Kameraden für die Sicherheit gesorgt, ja. Energie aus dem Schild, ihr Ziel und Stärke damit ihre eigenen besonderen Energie geben. Okay. Auslöschung, erzeugen einen von Massen-Effektfeldern. Langsam. Oh, okay. Aber. Okay, ich gehe mal alles durch. Wir haben ja Zeit. Wir haben sich eilig. Ihr könnt das gerne selbst lesen, aber laut lesen, da wird mein Mund so trocken. Werfen. Benutzt ihr Kräfte, um meinen Gegner die Luft zu verschleudern? Naja. Techniker, Überlastung, Ladung aus Schilde, Invasion. Hacken Sie eine Panzerung? Aber natürlich Kämpfer. Wie soll es auch anders sein? Wir sind ein Kämpfer. Zwilling anpassen. Wir haben ja einen Zwilling. Ich glaube, der taucht irgendwann in der Geschichte auf. Ich weiß noch nicht wann. Natürlich ist unser Zwilling auch auf der gleichen Haarfarbe wie wir. So, Hautton. Natürlich wie wir. Augenhöhe, Augenbrauenhöhe, ja. Ja, machen wir mal Wange. Sie ist unsere Zwillingsschwester, also muss sie ungefähr genauso aussehen. Oh, das ist von vorne. Oh, nein. Nein. Alter. Was macht das? Okay, verstehe. Die Augen, Augenhöhe. Runtersetzen. Augentiefe. Entschuldigung, ich bin da noch ein bisschen... Ein bisschen sehr Augenbreite. Mund. Ich bin da noch ein bisschen sehr unbedarft mit der Steuerung jetzt hier. Lippendicke. Ja, Mundbreite. Mundtiefe. Das sieht man ja hier gar nicht. Mundbreite. Ist eine Frau also schön schmal. Natürlich könnten wir auch so machen, sieht das wie ein Frosch. Hätten wir auf jeden Fall immer was zu lachen. Die Nase, Nasenhöhe. Nasentiefe. Schön grazise. Nasenbreite, warte mal. Nasengröße. So. Na, ist eigentlich schon... Die sieht uns schon ähnlich, ne? Blaue Augen passen. Eigentlich, ne? Also eigentlich passt da schon alles. Frisur, ja. Die Frisur hätte man eigentlich so lassen können. Nein. Oh, die gefällt mir. Aber ich gehe mal durch.
Mhm. No. No. Also das hatte ich zuerst. Also, Moment. Die Frisur hatte ich... Nee, welche war das? Die hatte ich zuerst. Ich wollte zuerst so einen Charakter machen, aber das sieht mir sowas von null ähnlich. Habe ich gedacht, nee, komm, machst du doch einen männlichen. Und ich glaube, es war hier. Nee, hier? Nein, hier? Ja, die Frisur nehme ich höchstwahrscheinlich. Das sieht richtig cool aus. Natürlich noch die Haarfarbe ein bisschen ändern. Die gefällt mir echt gut. Haarfarbe, welche war das jetzt? Welche Haarfarbe hatte ich jetzt? Wo ist mein Straßenköterbraun? Ich glaube, das war's, ne? So, das war's. Die Augen. Die Augen passen eigentlich schon so. Na, ich glaube, ein bisschen heller haben wir es gehabt. So, wählen. So, ich hoffe, das passt so einigermaßen. Make-up, komm. Unsere Schwester hat kein Make-up dran. Oder vielleicht? Na, komm. Weg. Weg. Nee, sieht am natürlichsten, ist es am besten, am schönsten. Kann natürlich jeder sehen, wie er will, aber ist ja nur Charaktererstellung, müsst ihr euch ja nicht geben. Wir sehen die, glaube ich, sowieso. Obwohl, sie sehen wir von vorne. Ich bin aber ein großer Freund des Natürlichen. So Narben, geben wir irgendwelche Narben. Vielleicht. Vielleicht geben wir irgendeine Narbe. Da ist vielleicht mal irgendwas passiert. Die hat eigentlich was. Ja, ne? Die lasse ich so. Tätowierung? Ne. Ja, Alter. Alter. Nee, null. Das war's eigentlich schon, ne? Also mehr können wir hier nicht machen. Das sind wir. Das ist unser Zwilling, die gleiche Haarfarbe. Ja, passt eigentlich, ne? Kann man eigentlich so anbieten. Dann würde ich den Part, oder? Charakter hochladen? Ja, dann können wir nämlich einfach dann schön bestätigen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Charaktererstellung gefallen. Gleich geht's weiter mit Part 1. Ich verabschiede mich von der Charaktererstellung von euch. Und ja, dann viel Spaß gleich beim Spiel. Bis dahin, tschüss!